So, moin und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, auf meinem Kanal, wo sonst, ho, ho, ho. Nikolaus, ne? Also für uns am 6.12. Bei euch weiß ich es jetzt nicht, wann ihr das Video seht. Aber ansonsten, ja, ist es halt ein bisschen später hochgeladen worden, weil wir mussten erstmal schauen, was alles so gibt. Und ja, wie ihr schon gelesen habt im Titel, ja, gab es bei McDonald's in der App eine Weihnachtskugel und zwar in Form eines Nuggets. Hier haben wir die Verpackung dazu, die wir jetzt einfach mal öffnen. Und ja, haben hier eine schöne Nuggetkugel mit einem McDonald's-Bändchen. Also hier ist auch das goldene M mit drauf. Na, und ja, die Nuggetform hier. Besteht allerdings auch aus Glas, schön mit Weihnachtsmütze drauf. Und ja, fühlt sich auch gut an, also vom Gewicht her. Allerdings, ich sag mal, wenn ihr das jetzt hier in so einer Tüte habt, dann merkt ihr das fast gar nicht. Also da müsst ihr dann wirklich aufpassen, dass ihr da nicht drauf pettet oder so, ne? So. Wir können ja mal die Maße ausmessen. Also wir nehmen jetzt hier nur das Rote, die Mütze und den Nugget selbst. Ja, da sind wir ungefähr bei ja, gute 7 cm und in der Breite haben wir dann noch mal gute 5,52 so in etwa. Ja, das geht vollkommen klar. Also hier Höhe ungefähr. Da haben wir dann 3 cm in etwa. Also ich finde, das ist wirklich mehr als ausreichend und für umsonst. Allerdings musstet ihr dafür eine Bedingung erfüllen und zwar 400 Punkte in der App haben. Ja? Ohne dem habt ihr sie nicht gekriegt. Und ja, das Bändchen ist auch wertig. Es ist schon zurechtgeknotet. Und dann kommt es hier in der Schachtel wieder rein. Ne? Echtglas und ja, wie gesagt, nicht zu hoch hängen, weil wenn es runterfällt, ärgert euch. Bei eBay werden die wirklich teuer angeboten. Also ich weiß nicht, was bei manchen Leuten los ist. Aber ja, die Preise, ne, jenseits von Gut und Böse. Aber gut, so ist der Lauf der Dinge. Ne? Ich meine, ich könnte es ja vorstellen, wenn es eine Rarität wäre, dass es okay wäre. Ja. Aber es ist ein Massenprodukt. Ja? Das heißt, vielleicht habt ihr mal das Glück und findet die günstig auf dem Flohmarkt. Immer mitnehmen. Ne? Wer drauf steht, heißt das. Die Farben sind auch sehr kräftig, also wirklich sehr gut gemacht. Und da gibt es eigentlich weiter nichts zu bemängeln. Gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und so weiter da. Ich halte es gerne nochmal in die Kamera. Ja, die McNugget-Weihnachtskugel. Ja. Bleibt mir wohlgesonnen. Habt eine schöne Adventszeit und vor allem eine schöne Weihnachtszeit. Also, bis dahin und bis zum nächsten Video.